Lasse Münstermann, mehrfacher deutscher Meister im Snooker, Snooker Professional, auch eine Zeit lang gewesen. Erklär uns doch mal, was ist Snooker eigentlich überhaupt? Oh, Snooker ist relativ bekannt im Fernsehen, also jeder wird das schon mal gesehen haben, dieser große grüne Tisch, etwas größer als das gemein bekannte Poolbillard. Es gibt viele bunte Kugeln und ist von englischen Pionieren erfunden worden, in Indien irgendwie 1800 und, also ist schon ein paar Jährchen alt. Ja, und da geht es einfach darum, die Kugeln in einer bestimmten Reihenfolge einzulochen. Und im Vergleich zum Poolbillard sind die Löcher etwas kleiner, die Kugeln etwas kleiner und der Tisch eben größer. Und das birgt dann eben die Schwierigkeit auch. Manche haben mit den Regeln auch Probleme quasi, finden das ein bisschen kompliziert beim ersten Mal zusehen. Wie locht man, wie ist die Lochfolge der Kugeln? Ja, da muss ich ein bisschen grinsen. Ich habe auch Probleme mit den Regeln, auch wenn ich schon einen Schiedsrichterkurs belegt hatte. Das ist manchmal schon ziemlich diffizil, jede Kleinigkeit genau zu wissen. Aber grundsätzlich ist es relativ einfach. Es gibt bunte Kugeln und es gibt rote Kugeln auf dem Tisch. Das sind so zwei verschiedene Sorten. Man muss immer erst eine rote anspielen, im besten Fall die versenken. Und wenn man das geschafft hat, dann darf man oder beziehungsweise muss man auf eine andersfarbige Kugel spielen, die wiederum auf den Tisch aufgelegt wird. Und so entsteht ein Wechsel, Rotfarbe, Rotfarbe, wo die Roten immer drin bleiben und irgendwann sind alle Roten weg und dann sind nur noch die Farbigen auf dem Tisch. Dann müssen die noch nach einer bestimmten Reihenfolge gelocht werden und dann ist ein Frame vorbei. Jetzt hast du schon ein paar Schwierigkeiten angesprochen, den riesigen Tisch, die kleinen Kugeln, ja, die runden, abgerundeten Taschen. Wie lange dauert es denn, bis man Erfolgserlebnisse beim Snooker hat, bis man erste merkt? Was wolltest du sagen? Gute Frage. Das ist eine Definitionsfrage. Manche Leute empfinden erst Freude, wenn sie ein sogenanntes 100er-Break, also eines der Träume eines Snookerspielers, geschafft haben. Andere empfinden das, wenn die Weiße mal im richtigen Tempo gelaufen ist. Das ist eigentlich auch so ein Stück weit der Schlüssel, wie gehe ich an die Sache heran. Habe ich einfach Spaß an der Sache und spiele die Kugeln von A nach B und es hört sich einfach schön an. Klingt so ein bisschen komisch, aber genau so ist es. Und wenn man daran Spaß empfinden kann und locker bleibt, dann wird man auch lange daran Spaß haben. Geht man anders an die Sache heran und erwartet von sich, ich muss jetzt 5 Kugeln lochen und ich loche nur 4 und stampfe dann mit dem Kö auf, könnte es kompliziert werden auf lange Sicht. Nee, ich habe es ja jetzt eben selbst ausprobiert. Also man sollte auch durchaus Freude an der Taktik haben, auch mal auf Sicherheit zu spielen und sich freuen, wenn man es dem Gegner ein bisschen schwer machen kann, oder? Unbedingt. Das ist immer so eine geheime Freude. Man darf die ja eigentlich öffentlich gar nicht kundtun. Aber wenn ich einen wunderbaren Snooker lege, also es dem Gegner wahnsinnig schwer mache, und er dann eben nicht rauskommt und ich deswegen Punkte erhalte, freut mich das schon ziemlich. Erst recht, wenn er dabei noch eine Grimasse schneidet. Klar, Taktik gehört absolut mit dazu. Jetzt so ein Professional, wenn man jetzt den auf Eurosport sieht, wie viele Stöße im Voraus plant der, kann man das sagen? Ja, es kommt immer relativ schnell dieser Vergleich mit Schach. Man muss auch Stöße vorausdenken. Es reicht aber im Grunde genommen, wenn man 3 im Voraus denkt. Denn alles besteht aus Bildern. Es gibt immer eine Abfolge von bestimmten Stößen. Und wenn ich die lerne zu lesen, dann mache ich immer nur 3 Stöße. 3 Stöße hier, 3 Stöße da. Aber ich bilde zusammen ein Gesamtbild. Und dann kann es einfach passieren, dass man eben immer nur mit diesen 3 Stößen im Voraus die ganzen Kugeln weglocht und gar nicht verstanden hat, dass jetzt das Frame vorbei ist und man hat nur 147 geschossen im besten Falle. Ja, so spielt man es am besten. Okay. Wie wichtig ist der mentale Aspekt beim Snooker? Also muss man sehr nervenstark sein? Ja und nein. Es ist definitiv von Vorteil, wenn man ein bisschen Selbstreflexion beherrscht, weil Snooker ist fies ehrlich. Wenn ich einen Fehler mache, dann wird mir das direkt auf den Tisch gelegt und auch dargeboten, das war schlecht, was du gemacht hast, weil die Kugeln lügen nicht. Und dann geht die einfach daneben und Pech. Dann liegt es an einem selbst zu sagen, okay, wo war der Fehler? Nicht mit dem Bild, das Schulante aufzustammen, sondern wo war der Fehler? Was könnte ich besser machen beim nächsten Mal? Wie wichtig ist da die Fitness, dass man konzentriert bleibt sozusagen? Extrem wichtig. Ich selber habe ja nun auch schon auf dieser Main Tour gespielt, wo die Creme de la Creme der Snookerspieler spielt. Und es kam schon mal vor, dass ich auf dem Weg dahin 10 Stunden am Stück spielen musste. Zum Viertelfinale und Halbfinale einer Europameisterschaft. Und hinterher haben 2 Stöße entschieden, ob ich eben im Finale stehe oder nicht. Und ich habe sie nicht gelocht. Also musste ich hinterher sagen, ich bin nicht fit genug. Der andere war fitter. Es ist unheimlich wichtig, weil
der Körper muss einfach stabil bleiben. Wenn ich nervös bin und nicht fit bin, fangen die Beine an zu zittern oder eben der Arm an zu wackeln, an zu schlackern. Ich kann es nicht mehr stabil genug halten und dann wird alles ungenau und dann hat man echt Probleme. Deswegen muss man echt fit sein. Wie entwickelt sich Snooker in Deutschland? Das ist eine Frage, wo man normalerweise relativ weit ausholen müsste. Snooker in Deutschland seit, 1980, 85 gibt es das erst ungefähr, also sehr jung. Dafür, dass aber sehr wenig Zeit nur war für die Spieler, ist die Entwicklung sehr steil. Ja? Wir können jetzt nicht behaupten, dass wir 10 Main-Tour-Spieler in Deutschland hätten, aber die Entwicklung finde ich sehr, sehr gut. Es gibt natürlich wie in jedem anderen Verband auch hier und da mal ein paar Tücken, die man überwinden muss. Aber der Weg ist definitiv steil, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern. Zwar ganz am Anfang gab es in irgendwelchen öffentlichen Clubs mal ein, zwei Tische. Und dadurch, dass im Fernsehen viel gezeigt wird, ist es so, dass sich viele Vereine aufgetan haben, Menschen mit den gleichen Interessen, dass sie Snooker spielen wollen, und zwar auf sportlicher Ebene und nicht auf kommerzieller Ebene. Man möchte nicht nur trainieren für sich, sondern man möchte das auch mal unter Beweis stellen. Und dafür gibt es sehr viele Turniere. Man kann eigentlich jedes Wochenende ein Turnier spielen, es sei denn, es ist gerade Saisonpause, aber dann gibt es auch wieder andere Dinge wie Ligen, also Bundesliga, Regionalliga und noch viele andere Ligen und Turniersysteme. Also wenn man Turnier spielen möchte, kann man jedes Wochenende Gas geben.